Wisst ihr, worauf die Kids heiß sind? Booster Packs. Oh shit, hat er nicht gesagt. Oh doch, das hat er. Deswegen öffnen wir ein paar. Und wir beginnen mit was beginnen wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Beginnen wir mit der geilen XY Turbo Start, von dem ich irgendwie 2 geschenkt bekommen habe. Ich weiß nicht ganz woher, aber ich habe da 2, deswegen beginnen wir doch einfach mal mit denen. Wäre doch eine schöne Möglichkeit, oder? Oh, was bekommen wir? Wir bekommen Megalon, yay, Teddy Ursa. Ich brauche gerne Wasser-Pokémon. Dich nicht, Sodamak! Du bist nicht cool. Okay, seltene Karte ist... ein Parasect, yay! Da fällt mir auf, ich sollte mir irgendwann auch mal ein Pflanzendeck machen. Ich glaube, ich habe überhaupt gar keine guten Pflanzen-Pokémon. Ja, das ist echt schrecklich. Und dich kenne ich, Mauzi. Dich habe ich aus dem Generationen-Booster-Pack gezogen. Ich erinnere mich an deinen erschöpften Tackle und... okay, hallo, Pyragulon. Schön, was du da machst, was auch immer das war. Und ein Bronzong. Leck mich doch mit der Bronzong-Scheiße. Ich brauche kein Bronzong. Ich brauche... was ist das für ein Booster-Pack? Öffnen wir das? Keine Ahnung, was ich brauche, aber öffnen wir das einfach mal. Und schau, was wir bekommen. Und es ist ein altes Booster-Pack. Was man wieder mal daran erkennt, dass es ungefähr 3 Jahre braucht, bis es geladen wird. Ich meine, da gibt es bestimmt 100 Möglichkeiten, was aus dem Booster-Pack rauskommen könnte. Insofern verstehe ich schon, dass das ziemlich lang braucht zum Laden. Das ist absolut verständlich. Naja. Okay. Alter, viele neue Karten. Viele, viele neue Karten. Ein bezauberndes Sineko. Nagelotz, welches gar nicht mal so dumm aussieht wie sonst immer. Ich bin ein bisschen erstaunt. Elitzeber. Yay. Ich mag Elitzeber. Beziehungsweise die Weiterentwicklung von... oh, Scaraborn. Zwei Münzen, wenn beide Zahlen... wenn beide Zahlzeiger dieser Angriff keine Auswirkungen. Ha. Zweimal Zahl ist gar nicht mal so wahrscheinlich, dass das passiert. Ich glaube, Scaraborn ist ein relativ brauchbares Pflanzen-Pokémon. Ich bin erstaunt. So viel zum Thema Pflanzen-Pokémon wie von vorhin. Und Dressella. Yay, haben wir aber schon. Ja, bin ich. Was? Zauberblatt wirft eine Münze, 2 Koffer, dieser Angriff, 30 weitere Schadenspunkte hinzu und teilt 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Ist okay. Ist okay, scheint mir aber doch ein bisschen sehr wenig Schaden zu sein. An der Front wäre vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, wenn ich das mal so sagen darf. Unter Umständen. Ach du Scheiße, so viele neue Karten. Will ich aus dem Booster-Pack einfach mal nur so, noch so gut wie... oh, hallo Glumanda. Flackern. Klassiker, lege 2 Feuerenergie-Karten von der Ablage, stapel dieses Pokémon an. Oh, das ist gut. Ja, das ist ziemlich gut. Was ist das? Jedes normale Pokémon im Spiel erhält plus 20 KP. Das ist ziemlich lame. Aber gutes Booster-Pack, von dem wir... Alter, was ist das für ein Artwork, von dem wir noch fast nichts haben? Nitro-Ladung, ich suche dann direkt nach einer Feuerenergiekarte und lege sie an diese Pokémon an, okay? Ich warte mit 2 Zeit, fügt sich diese Pokémon selbst 30 Schadenspunkte zu. Was soll es mit der Feuerenergie? Ich sehe den Sinn dahinter nicht so ganz, aber okay. Und Somnivora. Machen wir direkt weiter. Was? Wie? Was noch mehr? Ich wollte noch eins öffnen, nicht mehr kaufen. Was zum Teufel ist das? Ich glaube, das will ich haben. Ach, da hat man die Hüllen her. Oh mein Gott, das brauche ich für 740. Ich will hier aber nicht meiner Kauflust nachgehen. 740 Münzen und ich habe schon 200. Yay. Warte mal. Sammlung. Booster Packs. Ah, da wollte ich hin. Alles klar, alles klar. Ich war nur kurz verwirrt. Verzeiht mir. Öffnen wir den guten Vogel. Ach so, das war ein anderes Booster Pack. Von dem hatte ich ja nur 2. Der Vogel ist ja wieder ein anderes. Ich glaube, von dem haben wir schon ein paar aufgemacht. Und ich glaube, wir bleiben heute mal bei Schwarz und Weiß. Welche übrigens sehr schwer inzwischen zu kaufen sind. Die sind scheiß teuer. Ich habe mal geschaut. Was ich seltsam finde, von Diamant und Perl oder Hardgold und Salt Silver. Also von Gen 4, die Booster Packs, welche eigentlich älter sind. Die sind noch voll im Trading Card Game. Die bekommt man alle scheiß günstig von Schwarz und Weiß. Da ist relativ schwer, welche aufzutreiben. Und ich verstehe nicht ganz warum, weil... vor allem die Diamant- und Perl-Booster, die sind doch so viel älter. Warum sind die so viel günstiger als Schwarz und Weiß? Schon wieder ein Dressella. Yay, Zerschneider. Ich bitte dich. Swaroness, yay. Man sieht schon, in den älteren Booster-Packs waren noch weniger X-Karten drin. Ah, das auch finde ich ganz interessant bei den Diamant- und Perl-Boostern. Muss ich mir unbedingt auch mal welche holen. Davon... hallo, Wurmball. Davon habe ich mir schon mal welche geholt und... yay, Stalobor. Der Geiler hat das Verteidigungs-Pokémon angelegt, der Gift ab. Oh, das finde ich gut. Ich mag Stalobor. Genau! Diamant- und Perlbooster habe ich mir schon mal welche geholt. Und da gibt es, glaube ich, keine X-Karten, soweit ich das gestern gesehen habe. Ich habe mal nachgeschaut, was da jetzt für Karten drin sind. Stattdessen, was da das große Ding ist, sind... yay. Wir ziehen hier nicht gerade gutes Zeug an. Oh, Moment.
Dieses Pokémon während des nächsten Zusatzgegners durch Angriff 40 oder weniger Schadenspunkte zugefügt werden, verhindere diesen Schaden. Und Kopfnuss, das ist ein gutes Kiesling. Das ist absolut gut. Ich will alle von diesen Kiesling haben. Also, da gibt es keine X-Karten. Stattdessen, die größten Promokarten sind da so halbe Pokémon quasi. Das bedeutet, zum Beispiel, was ich habe, ist der Kopf von Dialga und Palkia. Und da braucht man dann irgendwie beide zusammen, um ein cooles Bild erscheinen. Halt, um dann die ganze Karte zu haben quasi. Die obere Hälfte hat die KP und die untere hat die Angriffe. Ich weiß nicht, wie man die spielt, aber sie sind ziemlich cool. Und die hätte ich ehrlich gesagt ganz gerne. Und das war so, nee, Hard Gold und Soul Silver waren ja. Ich glaube auch Diamant und Perl. Und das war so das, was vor den EX-Karten gab. Beziehungsweise auch vor diesem Spiel. Was ich ein bisschen seltsam finde. Aber es war nett. Dann gehen wir dann, blablabla. Das Pokémon kann werden, das nicht zu ist. Solange nicht. Okay, was auch immer, langweilig. Allgemein gab es da schon interessante Konzepte bei dem Trading Card Game eigentlich. Ich weiß noch, ich hatte mal so ein Booster Pack. Da hatte ich ein Despotar EX rausgezogen. Oder Despotar X. Das war. Damals meine coolste Karte. Oh mein Gott, Full Art Voltolos! Ich erzähle gleich von dem Despotar. Hallo, Voltolos Full Art! Was ungefähr eine der seltensten Karten aus dem Booster Pack ist. Hallo! Ladevorgang. Ich suche dein Deck nach einer Elektroenergiekarte und lege sie an dieses Pokémon an. Mische anschließend in dein Deck. Was? Mische anschließend dein Deck. Ach so. Stromschwall. Ja, in das Pokémon gelegte Energie auf den Ablagestapel. Man könnte sagen, das Voltolos ist jetzt nicht das stärkste Pokémon, aber coole Karte. Coole Karte. Genau, ich hatte früher ein Despotar X aus einem richtig alten Booster-Pack. Bei dem, das ich hatte, da hatten sie mal... Hallo, Rabigator, dich kennen wir schon. Da hatten sie mal das Experiment gemacht, dass sie einfach allen Pokémon verschiedene Typen geben. Zum Beispiel mein Despotar war vom Typ Elektro. Und dann gab es auch mal Booster-Packs, wo Pokémon so Halb-Halb-Typen hatten. Also zum Beispiel Halb-Wasser und Halb-Elektro oder lauter so Sachen. Die haben schon vieles ausprobiert. Und ich mag die eigentlich die aktuelle Richtung, die sie haben mit den X-Karten und sowas. Das ist ganz cool, also vom Sammlerwert her ist es ganz schön, wenn man seine Full-Art-Karte rauszieht. Das hat schon was. Aber es gab auch andere coole Dinge, zum Beispiel zweigeteilten Karten aus Diamant und Perl, beziehungsweise Hard Gold und Soul Silver, die, da bin ich heiß drauf. Und ich glaube, die werde ich mir auch holen, weil die Booster zu denen, zu Diamant und Perl und Hard Gold und Soul Silver, die kosten nämlich nur die Hälfte von normal, also zahlt man 2,50 pro Booster. Haben aber auch keinen Online-Code, all die sind scheiß billig. Relativ billig, deswegen will ich das eigentlich haben und ich hätte gerne die Karte, die da drin sind. Das ist ziemlich cool, vor allem habe ich schon eine Hälfte. Okay, verschiebe einen dieser Pokémon gelegte Basisenergie auf einen Pokémon auf deiner Bank, das ist okay. Verschiebe einen Pokémon auf deiner, Verschiebe eine an ein Pokémon auf deiner Bank angelegte Energie an dieses Pokémon. Ich würde sagen, der gute Boreos, der ist ein durchaus akzeptabler Normaltyp. Durchaus akzeptabel. Oh ja, das war meine kleine Geschichte zu älteren Pokémon-Karten. Nicht allzu alt, aber ein bisschen älter. War ziemlich spannend, oder? Ja, ich weiß, ich bin auch ein bisschen begeistert. Ach du Scheiße, wir sind gleich mit dem Booster-Pack durch. Ach du Kacke, wir sind gleich durch damit. Und roll um. Das ist übrigens so ziemlich eine, das sind so ziemlich welche meiner Lieblings-Pokémon aus Schwarz und Weiß. Also aus der 5. Generation, die finde ich ziemlich cool, diese Riesenkäfer. Und du bist eins meiner, der Pokémon, die ich am wenigsten mag, Hypnomorba. Beziehungsweise deine Weiterentwicklung, finde ich echt nicht cool. Oh yeah, ein weiteres Brokkolos, das haben wir aber schon. Okay, letztes Booster-Pack aus der Serie. Wir haben die zwei Legendären gezogen, was übrigens ziemlich gut ist. Oh, zwei. Dann haben wir ihn nochmal, diesmal nicht Holo, okay, und... Oh, Terrakium, noch eins. Wundervoll. Sanktoklinge. Dieses Pokémon kann während des nächsten Zuges Sanktoklinge nicht einsetzen. Und Felsenquetscher für 40. Ist keine X-Karte. Ich glaube, sowas wäre für mein Kampfdeck nicht verkehrt. Weil er ist natürlich nicht so stark wie ein X-Pokémon. Aber wenn er besiegt wird, bekommt der Gegner auch keine zwei Preiskarten. Insofern hat er auch seine Vorteile. 120 Base-KP und mit zwei Energiekarten schon 40er Angriff. Mit drei dann 100er Angriff. Damit kann man durchaus was anfangen. Mein gutes Terrakium, du bist sehr interessant, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich würde sagen, zu guter Letzt machen wir noch... Was machen wir? Ah, ich muss mal wieder Codes einlösen. Oh shit, um meine Liste mit den ganzen Danksagungen. Ah, muss ich auch mal alles aktualisieren. Bin ich in letzter Zeit gar nicht dazu gekommen, beziehungsweise habt da nichts gemacht. Wir machen noch ein paar geile Schicksalsschmiede auf, weil... Was sollte man sonst machen? Fucking Bronzong. Und bei den Schicksalsspielen ist der Vorteil, dass wir da echt schnell durchgehen. Ich habe nämlich scheiß viele in dem Spiel als auch in Wirklichkeit geöffnet. Ich bin euch leid, ihr Schicksalsschmieden. Ich bin euch sowas von leid, das glaubt ihr gar nicht. Ich muss mir die Scheiße gar nicht mehr anschauen. Ich weiß, was rauskommen kann. Und ich weiß, was ich will. Noch ein Regirock EX, bitte. Brauche ich wirklich.
Amoroso Turbo. Nette Karte an sich. Bringt mir aber absolut gar nichts so wirklich, weil der Amoroso war nicht so gut. Weiß nicht, ob es mit Turbo dann vielleicht brauchbar wäre. Müsste ich mal schauen. Lucario, yay. Nicht mal das bessere von beiden und das schlechte Rokara. Wundervoll. Komm schon, gib mir ein fucking Regirock EX. Das ist wichtig für mich, okay? Regirock! Du bist nicht Regirock. Ich mache jetzt so die Schicksalsschmiede auf, bis ich eine X-Karte ziehe, okay? Eine einzige will ich noch haben. Bullshit! Yay, Wachsamkeit. Shit. Ein super Reverse-Holo-Zigarde. Okay, das hat sich doch wertvoll angehört. Oh, shit! Es ist Glaziola EX. Ein bezauberndes Pokémon. Das ziemlich bezaubernd ist. Finde ich gut. Nicht voll hart, aber trotzdem gut. Und Bronzong Turbo, yay. Habe ich auch in Wirklichkeit. Und da hat es mich auch nicht sonderlich beeindruckt. Sind jetzt wirklich gleich meine Schicksalsschmieden weg? Bullshit, ich muss kurz einlösen und mir und meine Danksagungsliste aktualisieren. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Komm schon. Was Gutes will ich. Was Gutes sage ich. Oh Gott. Ich sage was Gutes und ich bekomme nichts Gutes. Krawums. Ich hatte die Energietasche noch nicht. Das ist interessant. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Moment, ich wollte bis zur nächsten X-Karte machen und wir hatten schon eine. Fuck, wir hatten das Glaziola. Okay, machen wir bis zur übernächsten, okay? Also bis jetzt zur nächsten. Alter. Wie meine Ausbeute aus Schicksalsschmiede einfach Bullshit wurde. Ich hatte mal so viel gutes Zeug rausgezogen, dass ich mir lustig war. Dankeschön! Zetra King EX! Zwar nicht Full Art und die besitze ich auch in Wirklichkeit, aber Zetra King EX, danke! Damit kann ich doch was anfangen. Großer Sturm, lege eine beliebige gestaltete Karte ins Spiel auf den Ablagestapel. Kann hilfreich sein. Drachenspur, dieser Angriff fügt 30 weitere Schadenspunkte für jeden in dieses Pokémon angelegte Elektroenergie zu. Bisschen sehr spezifisch. Es gibt da Pokémon, die nicht spezielle Energiekarten dafür brauchen und insgesamt ihre Angriffe stärker werden. Was ich von dir auch erwartet hätte, Zetra King EX, aber okay. Sollte wohl nicht so sein. Aber gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, wie es ganz weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Pokémon Trading Card Game Online. Der wird bezaubernd. Bis dann. Gute Nacht.